Als Instructor, als Trainer, als Maintainer, als Executive Council fördern wir das voneinander lernen. Dazu gehört aber auch, noch früher anzusetzen. Und natürlich die Ausbildung von entsprechenden Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern. Damit werden praxisbezogen Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten vermittelt. The Carpentries sind eine Non-Profit-Organisation, die Grundlagen in Programmierfähigkeiten und Data Science an Forschende und BibliothekarInnen weitergibt und gleichzeitig stark auf Community-Building setzt. ZB Med hat nun seit 2018 ca. 50 Carpentry-Workshops mit über 700 Teilnehmenden durchgeführt. Unsere MitarbeiterInnen agieren hier in den verschiedensten Rollen. Als Instructor, als Trainer, als Maintainer, als Executive Council und als Regional Coordinator für die Dachregion. Since December 2019, the Research Data Management Team has given 7 training workshops on research data management in medicine and biomedicine. This workshop is intended for all qualification level scientific researchers to help them make their data reusable over the long term. This workshop is built in collaboration with local research data centers. So far, 8 training workshops are planned for next year, and the demand is constantly growing. In der Publikationsberatung beraten wir schwerpunktmäßig zum Thema Open Access, nehmen aber auch darüber hinausgehende Themen mit in den Blick. Hierzu zählen wissenschaftliche Reputationsbildung, gute wissenschaftliche Praxis und Open Science. Ziel ist es, Forschende neutral und unabhängig zu beraten, damit sie eine informierte Entscheidung treffen können bei allen Fragen, die die Publikation ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse betreffen. Die Langzeitarchivierung hat das Ziel, digitale Text- und Datenpublikationen lange Zeit wiederverwendbar zu halten. Wir geben unsere Erfahrungen innerhalb der Bibliothekscommunity über Vorträge und Webseminare weiter. Besonders wird das Bewusstsein geschärft, dass Rechtsfragen und geeignete Dateiformate schon früh beachtet werden müssen, zum Beispiel bei der Publikation in Repositorien. Dazu gehört aber auch, noch früher anzusetzen bei der Datenerstellung. Daher lernen Forschende in unseren Workshops, wie sie selber bewerten können, ob ihre Daten langfristig fair sind. Unsere Graduiertenschule DILS richtet sich an Promovierende von Bibi und ZB Med. Unser Ziel ist die Entwicklung neuer Methoden und Services für die Lebenswissenschaften und natürlich die Ausbildung von entsprechenden Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern. Wir bieten eine strukturierte Promotion und damit gute Betreuung, Qualitätssicherung und ein individuelles Ausbildungsprogramm für eine Karriere innerhalb oder außerhalb der Akademie. Darüber hinaus bietet die Graduiertenschule eine Plattform für eine enge inhaltliche Zusammenarbeit für Promovierende und die Betreuenden, also die Forschenden von Bibi und ZB Med. Die Herausforderung in der Kommunikation und in der Wissenschaftskommunikation besteht darin, fachspezifische Themen so zu kommunizieren, dass sie faktisch korrekt, verständlich und gut zugänglich sind. Videos sind ideal dafür. ZB Med adressiert dabei vor allen Dingen NachwuchswissenschaftlerInnen, Forschende und die interessierte Öffentlichkeit. Wir nutzen dafür YouTube, die weltweit zweitgrößte Suchmaschine. Dafür haben wir verschiedene Formate entwickelt, etwa das Nachgefragt oder das ZB Med Lab. Unser Ziel ist es, die Forschung und die Services von ZB Med bekannter zu machen. Der Querschnittsbereich Organisations- und Personalentwicklung hat bei ZB Med die Cookie Lectures etabliert, wöchentlich im Wechsel mit den Forschungskolloquien. Vorträge und Diskussionen von und für alle interessierten Kolleginnen und Kollegen bei ZB Med und Bibi. Unsere Entwicklung von einer Bibliothek zum Forschungs- und Informationszentrum zeigt sich auch in der Vielfalt der Kolleginnen und Kollegen. Mit dem Format der Cookie Lectures fördern wir das Voneinanderlernen, um diese Vielfalt auch für unsere Zielgruppen optimal nutzbar zu machen. Voneinanderlernen bedeutet, dass in jeder Organisation anfallende Wissen oder Know-how nicht nur zu dokumentieren, sondern auch zu streuen und dabei nicht nur an bibliothekarisches Personal, sondern auch an Forschende oder alle potenziell Interessierten weiterzugeben. Dazu gibt es unterschiedliche bedarfsgerechte Formate, personalisiertes, zweckgebundenes Training, die Cookie Lectures, Präsentationen, ich nenne noch Hospitationen oder sogar regelrechte Praktika. Damit werden praxisbezogen Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten vermittelt. Im Zuge der Etablierung der Forschung bei ZB Med haben wir auch ein Forschungskolloquium etabliert.
Dies dient primär dem Austausch im Hause, das heißt nicht nur dem Austausch unter den Forschenden, sondern über alle Bereiche hinweg. Gegenwärtig nutzen wir die Veranstaltung vor allem auch, um externe Sprecher einzuladen, was durch das aktuelle virtuelle Format sehr erleichtert ist. In Zukunft können wir uns sehr gut vorstellen, das Format auch weiter auszubauen. Das heißt, einerseits Vorträge lokal, das heißt an den Universitätscampi verfügbar zu machen und andererseits Aufzeichnungen online zu stellen.